Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Ein Hinterhalt! Machen wir sie zusammen fertig, Slap! Okay. Mehr Freunde von dir zum Töten? Was? Dieser große Schwachkopf sieht länger aus. Ey. Oh nein, mehr Wochen! Oh nein! Na gut. Ja, stirb selber. Ich wollte den eigentlich nicht so früh machen, aber. Ich habe ein Geschenk für euch! Ich verlange eine Himmelsbestattung! Eine Himmelsbestattung? Warst du schon? Ah, nee, natürlich nicht. So. Tyreen beschützt mich! Mhm. Es kann losgehen. Achso, nee, das ist ja unser. Eine leere Existenz zu verschlingen ist mein Lebensmann. Hier ist die Lache des Lebens. Was lachert der? Alter. Alter, was machen die? Du bist frei! Und jetzt schlag mich! Was ist denn los mit dir? Oh, der tanzt. Au. Jo, Mietzlap, kommst du mal? Ich hab den Sicherheitstrakt im Blick, aber die KDK sind unterwegs hierher. Halt durch, Vogelmann, ich helf dir! Ah, das ist der mit den Falken. Cool. Warte. Gut gekämpft. Normalerweise bin ich Soloschläger, aber das Duett war der Knaller. Oh. Ich muss unserem Scharfschützen helfen. Du gehst zu Crankhaskin. Mhm. Tiny Tina, come on. Danke. Bis später. Ich sollte dich warnen. Krankhäschen ist ein verdammtes Wunderkind mit Sprengstoff, aber wie sag ich das? Verrückter als Eichhörnchen-Scheiße. Ist Eichhörnchen-Scheiße verrückt? Die ist doch nicht verrückt. Aber ich bin so gespannt, wie sie gemacht haben. Beweg dich ja nicht. Ich verlese jetzt die Verurteilung. Du Entführer hast. Dich bewegt. Was soll's? Ah, die ist jetzt erwachsen. Ja, ah, ganz erwachsen, ganz verrückt. Nice. Hallo, Tina. Was geht? Befreien wir jetzt diesen Hammerlock-Typen oder was? Okay, so sieht's aus. Sie halten Hammerlock im Sicherheitstrakt fest und ich muss eine fette Tür wegspringen, aber der Scheiß ist kompliziert und ein paar Banditen haben meine Bombe gestohlen. Mir geht's gut. Also, dann so lecker, hol mir ein paar Zutaten für diese bombige Pizza, die ich in den Ofen schieben will. Okay. Ich will ehrlich sein, es ist eigentlich eine Bombe. Es ist eine schöne große Bombe. Mögen Sie dir viel
Ich weiß, dass es hier irgendwo den Belag gibt, den ich brauche. Tina hat ein spezielles Rezept. Extra würzig. Schinken, Zwiebelringe, Soße. Ich habe nie etwas so sehr geliebt wie ein paar Bomben. Und wenn das hier passiert, springe ich direkt in die Hölle. Das ist eine Tatsache. Was geht? Ich kann nicht so gut Beatboxen. Die macht es ja wieder mit dem Auge. Geil. Was geht, Hater? Ich mache nur Spaß. Ich weiß doch, wie sehr du Tina liebst. Ich? Ich denke nur nach über den Sinn des Lebens, das Universum und ein paar saftige Ärsche. Das Übliche. Ich liebe dich, aber halt einfach mal Abstand. Ich brauche Freiraum. Denkst du je darüber nach, wie viele Leute wir getötet haben? Wie viele Leben wir ausgepustet haben? Wie viele Hoffnungen auf Erlösung wir vernichtet haben? Wie viele Opfer wir vor das ewige Gericht geschickt haben? Nur aus unseren Launen heraus und dem Verlangen nach Ruhm? Ich auch nicht. Baby, du weißt genau, du kreuzt hier besser nicht ohne was Süßes auf. Also gut, diesmal ist's okay. Aber pass auf dich auf. Du bist ja leckerer als ein Pfannkuchen. Wie wär's mit etwas Sirup auf dem Arsch? Was ist los? Hallo. Ich denke langsam über meine eigene Sterblichkeit nach, weißt du? Ich meine, ich gehe auf die 20 zu und in Pandora-Jahren ist das eine Klausulion. Wird vielleicht Zeit, mich zur Ruhe zu setzen und diese Farm für verlassene Skags einzurichten, von der ich erzählt habe. Du willst, dass es Bumm macht? Weil ich hab das Bumm dafür. Baby, du weißt genau, du kreuzt hier besser nicht. Okay, gut. Also gut. Cool. Mag ich. I like it. Wo geht's hier hin? Wo geht's hier hin? Die ist bestimmt gesperrt, ja. Gut. Nee, cool. Sie haben sie auf jeden Fall sehr authentisch wieder hinbekommen. Super. So, dann schauen wir mal. Ja, hier müssen wir dann später rein. Wenn wir... Hat er die überlebt, einen Headshot? Alter, übertreib halt. Ja, da hat sie recht. Ach komm. Alle zusammen, Familie! Haken! Versuch dich zu retten, Loser! Die Große! Das war's für dich. Kann die da hoch? Hi! Getötet von einem Poser! Von einem Poser? Ist das lustig? Hä? Ich dachte, die wäre hier. Ah, sie ist wieder runtergeklettert. Hey du. Das wollt ihr nicht. Ja, ich auch. So. Hä? Was passiert hier?
Oh, hi. Hi. Aua, voll in meinen Hintern. Oh. Gut, dann klettern wir mal hoch auf den Sendermast. Nope. Wie kommen wir da am besten hoch? Ah. Hier und dann. Doch nicht. Ah, okay, ich bin nur zu früh weggesprungen. Egal. Hui. Oh, da kommen wir später hin, würde ich sagen. Das erwarte ich. So. Speichern. Wo seid ihr, Leute? Hinter dir. Gut, es ist wieder Zeit. Hey. Scheiße. Wo gehst du denn? Ah, den darfst du fertig machen. Dann sehen wir mal, wie der aussieht. Oh. Platz. Gut. Das war schon mal das. Was ist da drin? Nichts wirklich Interessantes. So. Dann müssen wir nach oben. So. Dim. Kommen wir daher? Nee. Das ist jetzt was. Ah, da ist eine Kiste. Und oben ist noch so ein Senderding da. Bumm. Hi. Hast du gerade Schlampe gesagt? Die ist ein bisschen besser, ne? Super. Und der hat... ja, nee.
So. Flup, flup, flup. Wie komme ich jetzt da hoch? Muss ich da dann später hin jumpen? Aha. Nee, oder? Doch, aber warum? Nein. Oh. Wo bin ich denn jetzt? Da hinten, ne? Oder hier? Ja, hier. Uiuiui. Da komme ich da hoch? Schon. Ich muss doch da hochkommen. Hier ein bisschen Geschichte hören. Nicht runterrutschen. So. Nee, da komme ich nicht hoch. Komme ich da hoch? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Nee. Na gut. Dann komme ich da später irgendwann hoch. Gut. Dann geht's hier weiter. Hallo. Ey. Wie da halt wirklich einer ist. Was? War das schon alles? Oh, Schinken. Meinem Kumpel zu Ehren. Dem Mann. Sir Hemlock. So, jetzt ist... Ah, da. Geht's weiter? Hol mir die Kabel, Shorty. In unserem Geschäft nennt man die Zwiebelringe. Lange Kabel lassen die Bombe so schön brutzeln. Ah. Oh, hier ist ein guter Sniperpunkt. So, da geht's nochmal runter. Ah, eine kleine Abkürzung. So, die Zwiebelringe, die kleine Kabel sind, okay. Oh Mann. Oh, ja. Oh, das ist eine gute Zwiebel. Das ist eine gute Zwiebel. Na dann. Okay, ich brauche eine Flasche Nitroglycerin. Bei uns heißt das Soße. Ohne Soße kann man keine bombige Pizza machen. Irgendwo hier muss ein Soßenlager sein, Shorty. Ein Soßenlager. Ah, die ist schon cool. So. Dann springen wir mal runter. Volles Pfund! Hat jemand das gesehen? Nee. Na gut. So. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Dann war ja klar das letzte wieder, ne? Gut gemacht, mein tapferes kleines Helferlein. Treffen wir uns, dann setzen wir die Pizzabombe für meinen süßen Hemlock zusammen. So. Die Zutaten, wieso das sind Zutaten in Anführungsstrichen? Ich meine, für eine Bombe braucht man ja so oder so Zutaten. Ob sie jetzt... Voll aufs Fressbrett! War das zu viel für dich? Ich
dich zu Rackfutter! Oh, okay. Hey, wer haut mich? Oh, hi. Oh, tja, ich sollte vielleicht mein Leben in Augenschein nehmen ab und zu. Okay, du stirbst. Böse. So, gut, also, dann... Ja... Na gut. Nehmen wir mal an. Nehmen wir mal so an. Gut, dann geht's nach oben. Zu unserem kleinen Häschen. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Hm. Aber wir müssen eh da in die Richtung... Also passt es. Moment. +1, +1. Das schauen wir uns später mal an. Ich glaube nicht, dass es besser ist als das, was wir haben. Hallo. Geil. Diese Bombe ist, wie man in meinen Kreisen so sagt, scheiß laut. Na dann, mach mal. Bitte sehr! Ja, cool. Jetzt bring diese Pizza zu meinem Scharfschützenmann, den ich Vogelmann nenne. Das ist nicht mein Codename. Richtig, richtig, richtig. Wie war er nochmal? Bubu, Schokodu, Sepperklöppel, Leierkassenäffchen, Vögelchen, trauriges Vögelchen, Spatzenhirn, irgendwas mit Vogel. Einfach nur Scharfschütze. Komm schon, ich halt nicht ewig durch. Alles klar, Vogelmann. Danke, Kammerjäger. Man sieht sich. Denkst du je darüber nach, wie viele Leute getötet haben? Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge, nächste Folge werden wir zum Vogelmann gehen, der auch im ersten Teil von Borderlands vorkam. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.